Ja. Du hast ja gerade erwähnt, dass der Shaitan vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Islam angenommen hat. Ja. Wie ist das jetzt dann Yawmul Qiyamah? Wird er dann das Paradies bekommen oder wird er dann. Natürlich, wenn er Muslim geworden ist, dann kommt er ins Paradies. Dieser Dschinn. Das geht auch mit allen anderen. Die Dschinn sind so wie die Menschen in Bezug auf Paradies und Hölle. Die Gläubigen von ihnen kommen ins Paradies und die Ungläubigen kommen in die Hölle. Uajak. Aber wie kann das sein, dass Dschinn, die aus Feuer erschaffen worden sind, mit dem Feuer bestraft werden können? Wie geht das? Kann man Feuer mit Feuer bekämpfen? Ha, wie geht das? Wie geht das? Geht das? Aber Allahu alam, gute Antwort. Es das heißt, dass Abu Hanifa rahimahullah diese Frage gestellt bekommen hat, aber halt provokant. Jemand hat provokant diese Frage gestellt und hat versucht, ein bisschen Fitna zu machen und gesagt: Ja, wie geht das? Shaitan ist aus Feuer und wird durch Feuer bestraft und wie soll das denn gehen? Und dann kam er zu ihm und dann hat er ein Porzellan, ein Krug aus Ton genommen, ein Krug aus Lehm, aus Ton. Und hat diesen Krug auf seinen Kopf geworfen. Pam! Sagt, ah, tut weh! Sagt er, warum tut das weh? Du bist doch aus Lehm erschaffen worden. Ist doch auch aus Lehm. Wie geht das? Dann sagte er, genauso ist es beim Shaitan. Er ist aus Feuer erschaffen, er wird aber durch ein anderes Feuer bestraft. Nicht durch das Feuer von ihm selber. Wallahu alam.